Herzlich willkommen bei einem nächsten Video mit Antworten auf Zuschauerfragen. Heute habe ich das Thema gewählt, was kann ich tun, wenn die Person das Gespräch verweigert, wegrennt, nicht da ist, also man sich irgendwie nicht auseinandersetzen kann. Mal schauen, ob ich alles gesagt habe. Genau, schweigt, wegrennt. Ich werde immer von einer ganz bestimmten Person ignoriert. Immer dann, wenn ich mit mehreren Personen zusammen bin. Also, was passiert da? Also, wir setzen wieder ganz an der Grundlage an, um das zu verstehen. Normalerweise nehmen wir das ja persönlich, oder? Also die andere Person ignoriert mich oder rennt weg, schweigt, zieht sich zurück. All diese Strategien, um nicht in Verbindung zu kommen. Ich sag's mal so. Dann ist die Frage, nimmst du das persönlich oder nicht? Vergiss nicht, ich finde das so nützlich, wenn wir auf jemanden zeigen und sagen, diese Person macht das so und so, dann hat es immer drei Finger, die da auf mich zeigen. Und das ist so nützlich, wenn ich dann schaue, okay, was ist denn meine Reaktion bei dem Ganzen? Schöpfe ich alle Möglichkeiten aus oder erwarte ich, dass die andere Person jetzt das tut, was für mich gut ist? Also mit mir sprechen, mich fragen, mir sagen, also all diese Geschichten, die wir dann gerne hätten in diesem Moment. Wir sind ja dann auch in Schwierigkeiten. Und wir können davon ausgehen, dass die andere Person in irgendeiner Form auch in Schwierigkeiten ist, weil wenn sie das nicht wäre, dann würde sie Kontakt aufnehmen zu uns. Und deshalb ist die Frage, okay, was läuft bei dir? Wie hast du da den Mut nicht? Was kannst du tun, um mutiger zu werden? Ganz häufig ist es eine Sache des Mutes und der Angst, sich da auszudrücken und die eigenen Bedürfnisse klar auszudrücken. Das braucht es auch. Es braucht nicht nur diese empathische Version, sondern es braucht auch dieses Klarsein. Also dieses Sagen, für mich geht das nicht, wenn ich mit dir sprechen möchte, du dann einfach weggehst oder dich zurückziehst oder mich anschweigst. Oder da gibt es ja ganz viele Varianten von nicht sprechen miteinander. Das geht für mich nicht. Ich wünsche mir, dass wir hier einen Umgang finden miteinander. Bedürfnis. Gefühl, das geht, Gefühl, ich bin da sehr, sehr, das schmerzt mich, ich bin da sehr traurig, das wäre das Gefühl. Oder ich bin irritiert. Versuch nicht zu sagen, ich bin verletzt, weil dann ist schon wieder der andere schuld an deinem Befinden. Das versuchen wir ja wirklich konsequent zu vermeiden, die anderen zu beschuldigen, dass sie schuld sind dran, wie ich mich fühle. Weil ich bin selbst verantwortlich für das, was ich fühle. Das kommt ja aus meiner frühen Prägung. Und das ist nur zufällig jetzt gerade so, dass dein Gegenüber das aktiviert. Also was passiert bei dir? Du bist ratlos, du bist sprachlos, du bist mutlos, vielleicht deprimiert, du bist traurig. Etwas in die Richtung. Schau im Geschenk des Kongresses, da hat es eine Gefühls- und Bedürfnisliste. Schau mal da drauf, was sind deine Gefühle, wenn das passiert. Und dann schau auf die Bedürfnisliste und schau, was ist dein Bedürfnis? Welches Bedürfnis hast du in diesem Moment? Weil das, was wir ja normalerweise tun, ist einfach da außen sehen, was nicht passiert, was uns gut tun würde. Und dann schauen wir nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse. Wir können die Bedürfnisse ganz häufig nicht benennen.
wenn ich die Leute in den Kursen oder in den Coachings dann frage, was ist denn dein Bedürfnis, außer dass diese Person etwas anderes macht, als du jetzt gerne möchtest, dann kommt die große Leere und das große Fragezeichen. Und wenn die Person dann weiter überlegt, weiter sucht auch, dann merkt sie, aha, ich habe ja da ein Bedürfnis, da geht es nochmal um was ganz anderes. Schau mal, was dein Bedürfnis ist. Nimm diese Bedürfnisliste hervor, lad dir das Geschenk runter, wenn du dir es noch nicht runtergeladen hast, das ist nützlich. Und schau, was hast du für ein Gefühl, was hast du für ein Bedürfnis. Das ist das Allerwichtigste. Nimm es nicht persönlich. Nimm es nicht persönlich. Das Gegenüber ist jetzt auch nur gerade in dieser Reaktion auf etwas, was du gemacht hast und kommt offenbar damit nicht so gut zurecht, wenn du das so beschreibst. Und das ist okay, weil wir haben immer, alle, immer wieder Situationen, da kommen wir nicht damit zurecht. Und wir müssen suchen, wir müssen ausprobieren, wir müssen richtig experimentieren und wir müssen auch mutig werden, um da etwas Neues zu entwickeln für uns. So. Ist das Antwort genug? Also schau bei dir, nimm dieses Innere wahr, schau, was du da für dich tun kannst. Manchmal ist es ganz wenig, was es braucht, dass du wieder in eine andere Situation kommst. Manchmal reicht es, wenn du den Fokus wegnimmst vom Gegenüber und den Fokus auf dich richtest. So viel für den Moment. Und wenn du weitere Fragen hast, stell sie bitte. Ich nehme es im nächsten Video wieder mit und gebe eine Antwort drauf. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.